Guten Tag, im heutigen Video schauen wir uns mal eine ganz besondere Waffe an, und zwar geht es um das Typ Hai Automatikgewehr von den Japanern. Das ist das letzte Gewehr, was die Japaner aktuell haben, und das ist eindeutig auch das stärkste Gewehr, was die Japaner haben. Ich würde sogar sagen, das ist eine der stärksten Waffen überhaupt im Spiel, aber warum das so ist, erkläre ich euch jetzt in dem Video. Wie man schon vermuten kann, die Waffe ist Tier 5 und kostet 3000 Credits, wenn man die kaufen will. Das ist auf jeden Fall jeden Cent wert. Und das Hai in dem Namen, das steht einfach für heilige Scheiße, ist die Waffe stark. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Geschichte an. Zur Geschichte gibt es allerdings nicht so viel zu erzählen. Da kann man nur das allgemeine Typ High Rifle mal im Blick nehmen. Und zwar war das Typ High Rifle ja damals eins von drei Selbstladegewehren, was für militärische Testzwecke entwickelt wurde. Die anderen zwei Waffen war das Typ Otsu Rifle, was es schon gibt. Und dann das Typ K.O., was glaube ich ausgesprochen, keine Ahnung, gibt es als Premium-Trupp. Aber keine von den Waffen wurden dann letztendlich für den Militärservice zugelassen. Das Ganze wurde 1932 dann designt. Und um die 50 Stück wurden da gesamt gebaut. Allerdings wäre das Ganze zu kostenaufwendig gewesen und es gab ja auch den Ressourcenmangel, deswegen gab es da keine Massenproduktion. Dann gab es vom Typ High Rifle natürlich noch andere Varianten, zum Beispiel die Version mit dem 10-Schuss-Magazin, die auch ganz cool ist. Gibt es im Battle Pass. Und die Waffe, um die es heute geht, das ist einfach ein vollautomatischer Prototyp gewesen. Wurde damals aber mit einem 20-Schuss-Magazin und einem Gunshield sogar noch präsentiert, gibt es auch kaum Bilder dazu. 1938 wurde die Variante da mal getestet, aber wurde dann letztendlich auch abgelehnt, weil die einfach zu unzuverlässig war und eine zu hohe Feuerrate hatte. Ansonsten gibt es dazu dem Gewehr gar nicht mehr so viel zu sagen. Jetzt schauen wir uns das Ding mal in-game an. Wir haben eine Feuerrate von 720 Schuss pro Minute, die damals, glaube ich, mit Release nochmal ein bisschen erhöht wurde von dem Gewehr. Wir haben ein 30-Schuss-Magazin statt 20 Schuss. Wir haben dieses nervige Blastschild vorne nicht dran. Dafür haben wir noch einen Bajonett. Und wir haben einen Damage von 11,6. Und ich muss sagen, meine Typ High Rifles, ich muss den Funkertrupp erst leveln. Man muss den Funker 2-Trupp leveln, um die Typ High Rifle upgraden zu können. Aber die hat Standard einen Damage von 11,6. Das ist mehr als eine AS-44, das ist mehr als ein Sturmgewehr. Und das Ding ist noch nicht mal voll ausgebaut. Wenn das Ding voll ausgebaut ist, kriegst du nochmal 20% Trefferkraft obendrauf. Kurz gesagt, das Ding macht unglaublich viel Schaden. Und das noch mit einer Feuerrate von 720 Schuss pro Minute. Die Nachladezeit von 3,1 Sekunden ist auch nicht der Rede wert. Ich würde auf jeden Fall immer auf die Rückstoßreduzierung gehen, weil der Rückstoß von der Waffe ist relativ hoch. Mit einem vertikalen Rückstoß von 60. Aber wenn man den Soldaten die Rückstoßreduzierung gibt, dann lässt sich das Ding super spielen. Vollmodi haben wir Auto und Semi-Auto und da kommen wir zur nächsten Stärke von der Waffe. Also ich kann direkt sagen, die Waffe hat eigentlich nur eine Schwäche, aber dazu komme ich nachher noch. Und zwar, wenn du das Ding Semi-Auto spielst, hast du quasi ein stinknormales Typ High Rifle, was auf mittlere Distanz natürlich super ist und das normale Typ High Rifle ist ja schon stark. Und so hast du quasi das stinknormale Typ High Rifle mit einem 30-Schuss-Magazin, was komplett lächerlich ist. Und Full Auto mit Rückstoßreduzierung im Nahkampf, du räumst damit alles weg. Durch die hohe Feuerrate und den hohen Damage, du sprayst komplette Trupps einfach im Grund und Boden, die können nichts machen. Durch das Bajonett kannst du ja auch noch schneller rennen. Und wenn die Bipods irgendwann mal vernünftig implementiert werden, hat das Ding sogar noch ein Zweibein. Also im Großen und Ganzen die perfekte Allrounder-Waffe. Und jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Stärke der Waffe. Weswegen ich behaupten würde, das Ding ist besser als ein Sturmgewehr 44, das Ding ist besser als eine AS-44. Das ist meiner Meinung nach aktuell eine, wenn nicht dann sogar die beste Waffe im Spiel, die man normal im Tech Tree freischalten kann. Und zwar ist das die Klassifizierung. Da das Ding als normales Selbstladegewehr gelistet ist, kannst du das jedem Soldaten geben, außer einem Sturmsoldaten. Du kannst einen kompletten Pioniertrupp mit dem Typ High Rifle spielen, hast dadurch nie Munitionsprobleme, kannst den auch noch extra Vitalität reindrücken und dann räumst du damit alles aus dem Leben. Und ich switch nochmal zurück ins Spiel, dann zeige ich euch, was man noch damit macht. Kann. Und zwar solche Trupps hier zum Beispiel, wo du 9 Mann hast mit einem Typ High Automatic Rifle. Und jetzt stellt euch vor, das Ding ist noch voll ausgebaut. Das ist so lächerlich stark. Da habe ich tatsächlich Zweifel, ob das auf kurz oder lang so bleiben wird, weil die Amis haben ja sowieso keinen Konter gegen die Waffe. Aber du kannst basically eigentlich mit jedem Trupp mit dieser Waffe rumrennen. Ich habe zum Beispiel hier meine Panzerjäger, zeige ich euch auch noch kurz. Die haben auch alle das Typ High Automatic Rifle. Meine Pioniere haben alle das Typ High Auto Rifle. Und meine Empfehlung wäre auch, das mit einem Pioniertrupp zusammen zu spielen, weil das einfach ultra stark ist. Das ist quasi wie ein FG-42-2. Das kannst du auch in fast jedem Trupp spielen. Aber die Waffe ist trotzdem nochmal ein Tick krasser und stellt, so wie es jetzt aktuell im Spiel ist, selbst die Sturmgewehre ohne Probleme in Schatten. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Waffe hat einen einzigen Nachteil, ist einfach nur, dass du sie im Pazifik nur benutzen kannst. Das ist es. Sonst hat die Waffe eigentlich keine Nachteile. Der einzige Nachteil ist die Maps, wo sie gespielt wird, weil im Pazifik hast du halt recht offene Maps. Und da ist es halt nicht immer ratsam, mit einem Full-Auto-Rifle rumzurennen. Aber gerade wenn es da mal in CQB reingeht, in so einen Hangar oder so, dann machen die Gegner einfach nichts, wenn du mit der Waffe um die Ecke kommst und schon gar nicht, wenn 9 Mann mit der Waffe um die Ecke kommen. Selbst deine Bots, wenn die Waffe haben, die schießen damit die Gegner komplett aus dem Leben. Du kannst eigentlich nur deine Bots reinschicken und gucken, wie die Gegner umprügeln mit der Waffe. Also wenn es den Hori nicht geben würde, wäre spätestens die Waffe der Grund gewesen, für mich die Japaner komplett durchzugrinden. Und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, mit den Japanern anzufangen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Japaner schon gegrindet habt oder jetzt vielleicht gerade erst angefangen habt. Lohnt sich auf jeden Fall, vor allem, weil die Japaner halt auch einen der besten Panzer im Spiel haben.
Das Video dazu verlinke ich euch hier, das könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn die zwei Sachen kein Grund sind, die Japaner zu spielen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Haut rein.